Herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Videoreihe von Kirchendigital zu den Google-Unternehmensprofilen. Vielleicht habt ihr selbst einen eigenen Account für euren kirchlichen Ort beantragt und freigeschaltet. Christian Sterzig führt euch heute durch das Dashboard. Er zeigt euch, wo ihr relevante Informationen eintragen könnt, die dann bei Google angezeigt werden. Dabei konzentriert er sich auf die Keywords, die bei Google-Suchen auf jeden Fall erscheinen sollten. Viel Spaß! Willkommen zurück. In diesem Video schauen wir ins Dashboard von der echten Kirchengemeinde rein. Der Kirchenvorstand hat netterweise zugestimmt, dass wir das machen dürfen. Und so können wir gemeinsam heute in das echte Beispiel reinschauen, wo ich mich auch ehrenamtlich schon seit langen Jahren drum kümmere und deswegen mich ein bisschen mit auskenne. Wie kommt man denn dahin, wenn man den Registrierungsprozess abgeschlossen hat? Das geht relativ einfach und geführt. Und es gibt ganz viele Anleitungen dazu. Wir verlinken unten auch mal eine. Kommt man ganz einfach da rein. Früher brauchte man noch eine eigene App dafür. Aber heute ist das so einfach wie googeln. Wenn ich mich registriert habe und bei Google angemeldet bin, hier oben sehe ich an dem C, dass es mein Profil ist, dann suche ich einfach nach meiner Kirchengemeinde. Und jetzt erkennt Google schon, dass ich mich eine der Personen bin, die hier sich ehrenamtlich kümmern und zeigt mir dann eine Sicht an, wo hier unten steht, nur sichtbar für Administratoren des Profils. Und dann sehe ich, mein Unternehmen bei Google hatte diesen Monat 53.000 Aufrufe. Die Zahl ist riesengroß, weil einfach auf der Karte jeder, der auf der Karte in der Gegend was sucht, das mit angezeigt bekommen. Also so viele Leute haben da nicht nachgesucht, aber so viele Leute haben es gesehen, als sie vielleicht auch einen Imbiss nebenan gesucht haben oder im Krankenhaus liegen und schauen, was ist um mich rum. Daher die Zahl muss man mit einer Prise Salz nehmen. Das allermeiste davon sind, wir waren ein Punkt auf einer Karte von einem Endgerät, aber das sucht nicht immer ein Mensch. Und dann zeigt er hier unten verschiedene Dinge, die ich tun kann. Ganz konkret sagt er, es gibt zwei neue Rezensionen, wo Menschen ein positives Feedback dagelassen haben. Da haben Kolleginnen und Kollegen aus dem Ehrenamtsteam schon drauf geantwortet und sich bedankt. Das brauche ich nicht. Dann sehe ich, wie viele Aufrufe haben wir und was könnten wir sonst tun? Das ist ganz viel. Das meiste braucht man nicht, wenn man erstmal anfängt. Was man am Anfang braucht, ist ein Profil mit einfachen Sachen. Ein Unternehmensname, der eine effektive Beschreibung ist. Da gibt es genaue Regeln bei Google, wie der sein kann. Wir haben ihn so genannt, dumm zu Pferden. Das ist der Name des Ortes, der auch eine historische Sehenswürdigkeit ist und wonach Touristen suchen. Aber wir sind eine evangelische Kirchengemeinde. Da suchen Menschen vor Ort, die zuziehen und eine Kirche suchen. Wir haben beides drin und das haben wir in einem anderen Projekt, Digitale Kirchtürme, zu dem eine eigene Tutorial-Reihe entstellt wurde, mittlerweile für 20.000 Orte bundesweit gemacht. Und ganz viele von denen haben auch den Zusatz evangelische Kirchengemeinde, um gut gefunden zu werden. Dann brauchen wir die Kategorie bei der Suchmaschine. Da ist es wichtig, die beste zu nehmen, die spezifisch ist. Das heißt, ich könnte auch sagen, es ist eine Kirche, weil wenn dann Menschen sagen, ich suche eine katholische Kirche, würden die gegebenenfalls auch zu uns geleitet. Die suchen uns aber nicht. Das heißt, hier ist es gut zu sagen, wir sind eine evangelische Kirche. Und manchmal ist es schlau, auch noch zu ergänzen, wir sind ein Dom, um einfach verschiedene Suchverhalten zu haben. Es wäre aber auch genug, wenn man sagt, wir sind ausschließlich eine evangelische Kirche. Manchmal in Sonderfällen kann man noch andere Dinge ergänzen. Dann gibt es eine Beschreibung. Und da könnte ich jetzt hier oben einfach auf den Pfeil klicken und dann kann ich hier Dinge ändern. Hier ist eine kurze Beschreibung drin. Man darf bis zu 750 Zeichen nehmen, um kurz zu sagen, was ist das für ein Ort, was gibt's da? Wir haben uns hier entschieden für einen historischen Weg und gesagt, seit 814 steht eine Kirche an diesem Ort und das ein bisschen ausgeführt. Genau, das offizielle Startdatum ist ein späteres. Haben dann Anrufnummern, zwei drin, einmal vom Gemeindebüro und vom Infoservice der EKD als sekundäre Nummer. Das Gemeindebüro ist nicht immer besetzt. Hier diese 0800-Nummer ist mehr besetzt. Und das haben viele Kirchengemeinden als zweite Nummer drin, damit Menschen, die Hilfe suchen oder eine Frage haben, mehr Kontaktfläche haben. Die Webseite, das ist ganz wichtig, dass hier die richtige Webseite steht und Menschen das finden können. Und der Pin auf der Karte, wo man sehen kann, hier ist der Ort. Öffnungszeiten ist auch wichtig, die zu haben. Hier unterscheidet sich das. Eine Beratungsstelle gibt hier andere Öffnungszeiten an als eine touristische Kirche mit einem Besuchsdienst, die zu Besichtigungszeiten offen ist.
als vielleicht eine Kirche, die sonntagmorgens auf ist, ansonsten in der Regel nicht. Das heißt, hier ist es sehr individuell, da können wir nicht sagen, das eine Modell passt für euch alle, sondern jeder und jede muss schauen, was passt für mich gut. Das ist aber leicht gemacht. Als ich mir es neu erschlossen habe, habe ich geschaut, was sind 4, 5 andere Profile, die so ähnlich sind wie ich und was haben die gemacht. Und so kommt man schnell auf Muster und sieht, das machen andere so, dann kann es ja nicht verkehrt sein. Man kann ja auch Öffnungszeiten an Feiertagen ergänzen, wenn die abweichen und kann hier noch verschiedene Themen ergänzen. Zum Beispiel zur Barrierefreiheit haben wir ergänzt, wir haben eine induktive Höranlage, einen rollstuhlgerechten Parkplatz etc., dass Menschen, die sowas suchen und zum Beispiel bei Google reintippen, ich suche einen Gottesdienst mit rollstuhlgerechten Möglichkeiten, dass einfach Google diese Information hat und da Menschen sagen kann, hier weiß ich, dass einer ist, bei 5 anderen Kirchen fehlt mir die Information und ich weiß nicht, ob die mit dem Rollstuhl zugänglich ist. Und so weiter. Das heißt, diese Seite hier, Unternehmensinformationen, das ist eigentlich auch schon das Wichtigste, was man hier tun kann. Das ist ein bisschen Text reinschreiben und schauen, steht hier aktuelle und richtige Information. Das ist hier der zentrale Punkt. Im nächsten Video schauen wir kurz, welche Informationen uns Google verrät und was wir sonst noch machen können. Das ist dann ein bisschen mehr im professionellen Bereich, wenn man sagt, ich will aber noch mehr sehen, was kann ich damit tun? Hier geht es erstmal darum zu sagen, kann ich einfach und schnell mit wenig Aufwand und wenig Fachwissen starten? Ja, das kann ich. Es gibt ganz viele Anleitungen und es ist wenig zu tun und ganz leicht, das besser zu machen. Danke.